Als wir dann mit der Gartenarbeit beschäftigt, nur haben wir es dann irgendwann einen lauten, dumpfen Knall gehört. Als ich meinen Vater da liegen gesehen habe und er hat sich nicht bewegt, habe ich sofort die Notrufnummer gewählt. Ich war in der Mitte meines Dienstes, als dieser Anruf kam. Ich habe dann versucht, so schnell wie möglich den Ort zu erfassen. Da hat mir auch die AML-Technologie, die sehr präzise ist, wirklich gut weitergeholfen. Und unsere Aufgabe war es eben, so rasch wie möglich Hilfe hinzuschicken. Wir haben auch sogenannte First Responder alarmiert. Und wie ich am Handy die Alarmierung bekommen habe, habe ich gesehen, dass der Notfallort eben nur 2 Fahrminuten von mir zu Hause weg ist. Bin dann hergefahren und ja, wie ich hergekommen bin, hat die Tochter die Reanimation schon begonnen gehabt. Ich habe dann übernommen und innerhalb kürzester Zeit ist dann der Hubschrauber auch da gewesen und dann ist das Ganze dann natürlich mit einem Defibrillator fortgeführt worden. Wir bekamen den Alarm zum Kreislaufstillstand von Herrn Flatsch herein. Durch die Möglichkeit, die uns das AML bietet, können wir bereits vor dem Start bei uns am Stützpunkt auf einem großen Monitor die genaue Position einsehen. Wir haben den Hubschrauber startklar gemacht und sind direkt zum Notfallort geflogen. Wir haben die Wiederbelebungsmaßnahmen übernommen und konnten relativ zeitnah einen Defibrillator anbringen. Wir haben den Patienten dann in weiterer Folge stabilisiert. In weiterer Folge haben wir ihn dann zum Hubschrauber gebracht und in einem halbwegs stabilen Zustand in die Universitätsklinik nach St. Pölten geflogen. Mir geht's hervorragend. Ich bin wiederhergestellt und ich muss sagen, dank der raschen Hilfe damals und wirklich die Rettungskette perfekt für mich funktioniert hat, geht es mir heute wieder sehr gut und ich kann wieder alles machen.